So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt mit dem Exit zusammen. Sehr gut. Schaut gerne unten in der Videobeschreibung, findet ihr das Originalvideo, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Däumchen da und stabilen Bizeps. Auf jeden Fall, ja, wir haben ein neues Video für euch, ein schönes Video, ein tolles Video von Acro Pictures ist das Video. Vielen, vielen Dank dafür. Schöne Grüße an den Christian. Mit dem hatte ich ja geschrieben, der hat mir dieses Video freigegeben. In diesem Sinne würde ich aber sagen, Quatsch für dich viel, sondern starten mal rein, denn das ist was, was uns auf jeden Fall interessiert. So, und zwar, geht's los? Jetzt. Baggern wie in echt. Am Amebi Vollmetallbagger im Test, Bruder Fan 1050 mit Benzberg Multikipper. Hier geht's um Modellbau, meine Lieben. Und ich sage euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, wo diese zwei Modellbau immer Teams gegeneinander, weißt du? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da sind immer zwei, genau, zwei Modellbauteams, die gegeneinander antreten und die sollen dann ein Modell bauen. Da gibt es drei Schiedsrichter dann am Ende oder hier so ein Gremium da, die das Modell da bewerten. Und die haben da auch, ich glaube, immer 10 Monate oder 9 Monate Zeit. Ich weiß nicht, wie lange, keine Ahnung. Und dann werden die noch begleitet von der Kamera und immer die Fortschritte halt so gefilmt. Ey, das ist heftig, was die halt aus dem Nichts bauen. Und da war mal einer dabei, der hat Schiffe gebaut in der Wohnstube. Mhm. Aus den einfachsten Mitteln hat er, also okay, weißt du, mit den einfachsten Mitteln, die anderen alle so Drehbank und hier und da und hier und Riesenwerkstatt und alles drin, was es gibt und da wird hier, weißt du, voll aufgefahren und der hat wirklich im Wohnzimmer mit den einfachsten Mitteln hat er die Dinger gebaut, also noch so richtig Handarbeit, weißt du? Krass. Nicht schlecht. Ich meine, man muss dazu sagen, du hast es auch gesehen, ohne Spezialmaschinen kannst du einfach nicht so genau arbeiten. Ne? Also schwierig, schwierig, sag ich mal, finde ich. Ne? Und ja, das hast du natürlich auch am Modell gesehen. Naja, wir starten mal rein hier. Einmal selber Bagger fahren. Ja, ein Traum vieler Kinder und jung gebliebener Erwachsener. Mit dem ferngesteuerten Vollmetallbagger von Amevi wird dieser Traum jetzt zur Realität. Wir haben das RC-Modell einem Praxistest unterzogen. Der Bagger wird in einer praktischen Verpackung mit Tragegriff geliefert. Amevi stellte uns das weiße Modell aus der Exclusive-Serie zur Verfügung. Unter dem ansprechend gestalteten Karton befindet sich ein Schutzkoffer aus Styropor. Neben dem Modell im Maßstab 1 zu 14 ist noch einiges an Zubehör dabei. Eine zusätzliche kleinere Schaufel, ein Greifer, ein Meißel, ein Lithium-Ionen-Akku mit 2000 mAh. Weitere Akkus können für rund 20 Euro pro Stück dazugekauft werden, ein passendes Ladegerät und Werkzeug. Die deutsche Betriebsanleitung ist sehr ausführlich und gut verständlich gestaltet. Schnell haben wir uns eingelesen. Am Ende blieben keine Fragen offen. Bevor es losgehen kann, muss man den Akku einlegen. Dazu öffnet man das Fach im Heck des Modells und verbindet die Oh, der hat sich mal auf den Finger gehauen. Oh ja, aber ganz dezent. Der hat sich mal auf den Finger gehauen. Das ist immer, das ist was ganz, ganz, ganz Unschönes. Aber ganz, ganz unschön. Ja, sag ich das euch. Ist zu empfehlen. So, Akku kommt rein und dann geht's los. Dann den Akku verstauen und den Deckel wieder schließen. Leere Akkus können mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden. Vor allem mit dem USB-Ladegerät. Wird mit 3 Millionen Batterien betrieben. Eine Schraube verhindert ein ungewolltes Öffnen des Deckels. Controller. Aha. Um den Bagger in Betrieb zu nehmen, muss man zuerst die Fernsteuerung einschalten, dann den Bagger. Ein Signalton bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde. Jetzt sind wir startklar. Der Amebi-Bagger ist ein realistisches Funktionsmodell. Heftig. Mit der 2,4 GHz Fernsteuerung können 23 Kanäle angesteuert werden. Die Belegung der Steuerknüppel entspricht der eines echten Baggers. Alle Bewegungen lassen sich über Elektromotoren sehr fein. Sehr geil. Das ist natürlich ein Bagger, wenn du im Bagger sitzt, wer von euch schon mal gebaggert hat. Hast du ja auch zwei Joysticks und ich habe ja bei mir hier beim Hausbau sehr, sehr viel gebaggert und umgebaggert und dann hinten im Garten auch ganz viel gebaggert, weil wir viel auffüllen mussten und kletten und so. Und da habe ich mir immer einen Bagger ausgeliehen, habe das selber gemacht und alles. Und ja, hast ja zwei Joysticks, wo du drin sitzt und ich muss sagen, ich finde das richtig gut. Also ich komme da extrem gut klar damit.
Ja, also wenn es immer im Kopf drin ist, ist Baggern definitiv einfach. Ja, definitiv. Beinfühlig, proportional also, ansteuern. Kann man schnell lernen. Je weiter man den Hebel auslenkt. Man muss so ein bisschen Koordination, ne? Also die Arme und Hände müssen unabhängig, also die Hände müssen unabhängig voneinander arbeiten können, ne? Also wer das Problem hat, dass wenn er die rechte Hand nach links dreht, die andere nicht nach rechts drehen kann, dann ist es schon mal schlecht. Desto stärker reagiert das Modell. Der Aufbau lässt sich um 360 Grad endlos drehen. Laut Amelie wird der Drehkranz aus Metall gefertigt. Auch alle Körperteile was anders können. Die gummierte Fernsteuerung liegt gut in der Hand. Mit 4 Tasten an der Oberseite kann man die beiden Laufwerksketten aus Metall einzeln in beide Richtungen steuern. Ist das geil. Enge Wendemanöver lässt man die Ketten gegengleich laufen. Der kraftvolle Antrieb meistert auch unebenes Gelände völlig problemlos. Doch kommen wir endlich zur eigentlichen Aufgabe eines Baggers. Das Baggern. Wir waren ehrlich gesagt sehr beeindruckt, mit welcher Kraft das Modell hier zur Sache geht. Völlig unspektakulär konnten wir mit also das sieht stabil aus. Der großen Schaufel auf jeden Fall. Ein Loch in den schweren, nassen Sandgraben. Alle Getriebeteile sind aus Metall. Auch bei schwerer Belastung geben die kräftigen Stellmotoren nicht nach. Also, was krass ist halt, was mir auffällt, ist, den hebt es jetzt aus, ist klar und alles. Aber das bedeutet ja, was gut ist, weil die Motoren scheinen echt Leistung zu haben. Ja, und vor allen Dingen, er schaltet nicht ab irgendwo, weißt du? Also, er zieht dann doch schön durch, die Mechanik. Ja, und es ist wichtig, dass wenn du so einen Bagger hast, dass du mit dem auch ein bisschen was machen kannst. Ne? Ja, natürlich. Gerade so, also jetzt hier als Modell und alles angenommen, der würde jetzt nicht mal sein eigenes Gewicht hochdrücken können und das kann ein Bagger in Real Life auch easy. Das muss man auch dazu sagen. Also ein richtiger Bagger, der hebt sich selber komplett sein eigenes Gewicht auch problemlos aus. Ne? Müsste ja auch schon wieder an die Ketten können, ne? Genau, wenn du jetzt die Schaufel vorne auf die Erde drückst, kannst du den auch ausheben, ne? Und dann hinten das Schild noch, hängen die Ketten frei, kannst ein bisschen drehen, gut sauber machen. Sollte man sie noch einmal überfordern, schalten sie einfach ab. Hier kann also nichts kaputt gehen. Beim Graben kommt dem Bagger sicher seine massive Bauweise zugute. Stattliche 7 Kilogramm bringt das Modell auf die Waage. Die Bezeichnung Vollmetall ist also mehr als nur eine Werbefloskel. 7 Kilo. Unsere Testfahrten haben wir in einer kleinen Kiesgrube in Oberösterreich absolviert. Für den Abtransport des Aushubmaterials war das Lohnunternehmen Steinbindner mit einem Fendt 1050 Vario. Da spielen sie so ein bisschen nach, das ist natürlich cool. Schade, dass der Fendt nicht elektrisch ist. Das wäre auch geil, ne? Wenn der das so jetzt angefangen. Auch ja. Und einer Benzberg-Mulde am Start. Ein perfektes Gespann für diesen Einsatz abseits befestigter Straßen. Auch das Beladen des Anhängers wird mit der feinfühligen Steuerung zum Kinderspiel. Um dem Original noch näher zu kommen, baut der Hersteller einen Soundgenerator und LED-Scheinwerfer ein. Ach, auf nee. Knopfdruck qualmt sogar der Auspuff. Was? Dazu muss ein spezielles Rauchöl in den Behälter neben dem Akkufach gefüllt werden. Ach, das Vorsicht, ist ja cool. Hier genügen wenige Tropfen. Schauen wir uns jetzt noch die anderen Anbaugeräte an, die mitgeliefert wurden. Für den Umbau sind Übung und Fingerspitzengefühl gefragt. Ja, gut. Hier hätten wir uns einen Schnellwechsler gewünscht. Ja. Schraubenzieher und Schlüssel. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil normal im Bagger hat er immer den Schnellwechsler, der muss ja nicht theoretisch nicht aussteigen, um die Schaufeln zu wechseln. Gehören zum Lieferumfang. Viel Freude hatten wir mit dem Greifer, der ordentlich zupackt. Amelie spricht von einem Holzgreifer. Wir haben Steine geladen. Auch diese Funktion lässt sich sehr präzise steuern. Beeindruckt hat uns die Kapazität des Akkus. Alle Aufnahmen für dieses Video konnten wir mit einem einzigen Akku erstellen, der danach immer noch nicht leer war. Krass. Auch den. Also das heißt natürlich, du hast auch lange Spaß daran, ne, mit Spielen. Also wenn du nicht alle 15 Minuten den Akku laden musst. Top. Meißel befestigt man mit Bolzen und Schrauben am Arm. Der Meißel, die jetzt bin ich Versorgung wird über ein Kabel mit Klinkerstecker hergestellt. Ach lol. Hier darf man nicht zu viel erwarten. Beton oder Steine lassen sich mit dem Gerät nicht zertrümmern. Immerhin aber dieser eingetrocknete Sand. Auf jeden Fall macht die Arbeit extrem viel Spaß, weil die Funktionalität einem echten Bagger kaum nachsteht. Das weiße Modell entspricht der... Also was ich ja im Leben nicht gedacht hätte, ist, dass dieser Meißel mit einer Funktion ausgestattet ist. Ich dachte auch, der ist starr. Also einfach so, weißt du, es ist halt ein Meißel dabei, ja, gut. Ne? Aber dass der eine Funktion hat... Das ist schon geil gemacht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also, besonders hochwertigen Version 4 des Baggers, die es exklusiv nur bei Amewe gibt. Im Vergleich zum Vorgänger wurden viele Baugruppen überarbeitet. Zu dieser Fahrzeugserie gibt es auch noch einen passenden LKW und einen Radlader. Wow! Alle
Ui. Informationen zu den sehen. Modellen findet ihr auf der Website des hier. Auf der Website. Ah, okay. Teilmetall, warte mal. Radlader weiß, Teilmetall. Ist der jetzt auch voll elektrisch? In der Theorie glaubt man es, oder nicht? Er müsste ja mir dastehen. Unser Fazit? Hm. Der bei 259 Euro für so ein Modell voll elektrisch finde ich. Vollmetallbagger von AMEVI schließt die Lücke zwischen Spielzeug und High-End-Funktionsmodellbau. Dort ist auch der Listenpreis von 569 Euro angesiedelt. Kein Schnäppchen, aber man bekommt was für sein. Also weißt du, kannst das mit dem Radlader selber beantworten, was das war, ne? Ja. Die massive Bauweise und die spritzwassergeschützte Elektronik lassen eine lange Lebensdauer erhoffen. Wer ein robustes RC-Modell für den Outdoor-Einsatz sucht, der kommt an diesem Bagger ohnehin nicht vorbei. Uns hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Den direkten Link zum Modell findet ihr unten in der Videobeschreibung. Geil. Liebe Zuschauer, was haltet ihr von solchen Videos? Sollen wir in Zukunft mehr Modelle vorstellen oder besser nicht? Schreibt eure Meinung, eure Wünsche und Anregungen unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Sehr cool, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr cool. Geil. Ja, sehr cool. Finde ich, ist mal was anderes, ist mal eine andere Vorstellung. Also man muss sagen, ich meine, klar, das ist nicht irgendein RC-Modell. Für 500 und Euro ist das natürlich schon eine Hausnummer, gell? Also das muss man ganz klar sagen. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Lasst auf jeden Fall hier Däumchen dabei, Acro Pictures. Und ja, schaut da gern vorbei. Ich will mal ganz kurz was gucken. AMEVI. So. Ich will mal kurz was gucken. Wir gucken mal auf die Homepage bei denen. Ah ja, hier steht das gute Stück schon. Produkte. Oh, Specials. Was gibt's für Specials? Specials. Bin ich schon drauf? Okay, aber die machen rein Modellbau, so wie es aussieht. Fahrzeuge 1 zu 5. Uha, 1 zu 5 ist natürlich. Mhm. Okay, krass. 1 zu 5 ist eine Hausnummer, glaube ich. Helikopter. Fliegen die? Ach, die machen sogar Helikopter. Fliegen die richtig? Ja, die fliegen richtig, glaube ich. Das sind richtige Helikopter. Krass. CP-Helikopter. Was sind CP-Helikopter? Okay, und was sind Koaxialhelikopter? Ich muss ganz ehrlich sagen, was Website verwendet Cookies? Ja, nee, will ich jetzt nicht. Ach, da gibt's nicht. Multicopter, Race-Drohnen, Flight-Drohnen, Flugzeuge, Boote, Motorboote. Ach ja. Einige dabei. Panzer! Jetzt geht's los. Ach du grüne Neune. Ja, wie ihr schon seht, Leute, also hier lohnt es sich auf jeden Fall mal zu stöbern bei den Jungs. Krass, muss man wirklich sagen, krass. Neuheiten, was können wir geben? Gucken wir bei Neuheiten nochmal. Ach, hier ist der Bagger. 1849 Euro. Ach du Scheiße, das ist ein anderer. Das ist auf jeden Fall, das ist ein anderer, glaube ich, oder? Aua. Aber der sieht schon so aus, wie der gerade aus dem Film. Vielleicht weiterentwickelt. Das könnte halt auch sein, ne? Ach du grüne Neune. Ne, der wiegt 10 Kilo, der ist größer. Der andere hat ja nur 7 Kilo gewogen. Der ist nochmal 3 Kilo heftig schwerer. Ich glaube, der ist ein größer. Ja gut, ey, komm Leute, bevor das Video 30 Minuten lang ist, könnt ihr selber stöbern. Hier bei AMEVI könnt ihr selber vorbeischauen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. War ein sehr interessantes Video. Bis dahin, tschüss. Ciao.